Hallo liebe Racing-Gemeinde! In der zweiten Runde des Forza Horizon 4 GameStar PC Cups, powered by GeForce RTX, schicken wir euch hinter das Steuer dieses legendären Ferrari F40. 484 PS bei 1352 Kilogramm Gewicht warten darauf, von euch über die Strecke gejagt zu werden. Der F40 ist in Forza Horizon 4 der S1-Klasse zugeordnet und hat einen Leistungsindex von 807 Punkten und gehört damit schon zu den schnelleren, recht anspruchsvollen Wagen im Spiel und ist demnach die perfekte Wahl, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich bin Niklas Johnson-Krellenberg, ehemaliger professioneller Racing-E-Sports-Athlet und ich werde euch nun wöchentlich, pünktlich zum Start des jeweiligen Events, die zu fahrende Kombination vorstellen und hierbei auch ein paar Tipps und Tricks preisgeben. Der Cotswold Super Sprint, unsere Strecke für die zweite Runde, ist eine mittellange Sprintstrecke, die vor allem von ihren etlichen langgezogenen Kurven lebt, was dazu führt, dass ihr euch hauptsächlich in den höheren Gängen befinden und kontinuierlich sehr hohe Geschwindigkeiten fahren werdet. Bevor ich mit euch auf die Strecke springe und auf Bestzeitenjagd gehe, sei ebenfalls gesagt, dass es essentiell ist, die richtigen Fahrhilfen zu wählen, um letzten Endes ideale Fahrbedingungen vorzufinden und die letzten Zehntel aus unserem Supercar zu kitzeln. Wie ihr seht, nutze ich keinerlei Fahrhilfen und schalte ebenfalls manuell inklusive manuellem Kuppeln, um die Schaltvorgänge des Autos zu beschleunigen. Im Folgenden werde ich nicht alleine zu sehen sein, sondern habe mir den Geist der Nummer 10 des globalen Leaderboards geschnappt, um euch zu zeigen, wo an bestimmten Stellen Verbesserungspotenzial besteht und um euch ebenfalls alternative Herangehensweisen zu präsentieren. Da wir es mit einem Hecktrippler zu tun haben, der am Start mit Wheelspin zu kämpfen hat, könnt ihr hier bereits Zeit gut machen, indem ihr ein wenig mit dem Gaspedal spielt und es nicht komplett durchtretet. Für die erste Kurve bremst ihr bestenfalls rechts im Gras an, um den Winkel zu vergrößern und mehr Geschwindigkeit am Kurvenausgang mitnehmen zu können. Wo ihr die Rennlinie ebenfalls ein wenig erweitern könnt, die Bäume solltet ihr allerdings in Ruhe lassen. Und wie ihr seht, habe ich innerhalb der ersten 10 Sekunden bereits gute 2 Wagenlängen auf meinen Kontrahenten gut machen können. Um diesen Vorsprung in den nächsten 3 Highspeed-Kurven zu halten, ist es von großer Bedeutung, dass ihr den Wagen jeweils perfekt innen platziert und so früh wie möglich wieder Vollgas gebt. Da das Gripniveau in Forza Horizon 4 um einiges höher als bei Forza Motorsport ist und die Wagen immer noch sehr stabil bleiben, sobald ihr das Gras berührt, solltet ihr hier ebenfalls versuchen, den Wagen auf diesem zu platzieren. Ihr vergrößert nicht nur den Winkel für die Kurve oder verkürzt in gewisser Weise den Weg, den ihr zurücklegen müsst, sondern verbessert damit auch ein wenig die ersten Lenkimpulse des Autos. Ihr müsst hierbei allerdings auf eure Lenkbewegung achten und bestenfalls nicht komplett einlenken, den Stick des Controllers also nicht vollständig nach rechts oder links bewegen. Eine sehr tückische Stelle wartet in der Folge auf uns. Mit hohem Risiko und Vollgas müsst ihr sehr eng an der linken Mauer vorbeirasen, deren Ende auch ein guter Indikator für euren Bremspunkt darstellt und darauffolgend den perfekten Einlenkzeitpunkt finden, um den Rechtsknick zu überleben. Und ihr könntet hierbei rechts sogar noch ein wenig mehr die Landschaft umgestalten, um noch mehr Geschwindigkeit mitzunehmen, als ihr es hier seht. Am Ausgang warten links sowohl eine Leitplanke als auch ein Zaun darauf, von euch touchiert zu werden, was ihr tunlichst vermeiden solltet. Und man könnte durchaus behaupten, dass mein Rivale diese Kombination hier für seinen Run schon ganz gut perfektioniert hat. Ein sehr wichtiger Faktor, wenn es um das Finden der besten Linie in Forza Horizon 4 geht, ist das perfekte Schneiden der Checkpoints, das etwas freiere Interpretieren der Rennlinie. Ich fange vergleichsweise früh an, nach links zu lenken, um den Wagen aufs Gras zu befördern. Dabei touchiere ich den Checkpoint lediglich mit der äußeren rechten Seite meiner Karosserie und gewinne wertvolle Zehntelsekunden im Kampf um die Bestzeit. Die kommende Dreifachlinks habe ich in meinem Lauf leider etwas suboptimal erwischt, was mich erneut auf den zweiten Platz befördert. Versucht auf jeden Fall weiter in zu bleiben und mit weniger Geschwindigkeit in die letzte Kurve dieser Kombination einzubiegen, damit ihr früher aufs Gas steigen könnt und nicht ins Nirgendwo untersteuert. Sucht ihr einen Bremspunkt für die folgende 90-Grad-Kurve, könnt ihr euch hier sehr gut an dem Verkehrsschild auf der linken Seite orientieren. Auch hier gilt, slow in, fast out. Schmeißt euer Auto nicht in die Kurve, sondern versucht früh genug zu bremsen, das Auto ein wenig rollen zu lassen und anschließend dann früher als mein Rivale zu beschleunigen. Nun folgt ein sehr langer Hochgeschwindigkeitspart, welcher euch nicht viel abverlangt. Versucht einfach die Checkpoints so eng wie möglich zu durchfahren und euren Wagen auf der Strecke zu halten. Mit großen Schritten nähern wir uns dem Ende der Sprintstrecke. Seid ihr bis hierhin fehlerfrei durchgekommen, fehlt euch nicht mehr viel zu einem Top-Ergebnis. Direkt hinter dieser kleinen Pfütze bremst ihr an, schaltet bis in den zweiten Gang herunter und versucht die Bordsteine ein wenig in eure Rennlinie mit einzubeziehen, was mich vor der letzten Kurve wieder in die Pole Position bringt. Die vorher bereits erwähnten Taktiken führen dazu, dass ich diese nun auch nicht mehr abgeben werde. Ich fliege förmlich über die Ziellinie, schlage meinen Kontrahenten mit knapp 0,3 Sekunden und fahre mit dieser 2 Minuten 8,2 auf den 6. Platz weltweit. Die schnellsten Fahrer unseres Turniers werden höchstwahrscheinlich in dieselben Regionen vorstoßen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Erfolg und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal einen Blick auf meinen YouTube-Channel Johnson Racing werfen würdet, der bestimmt ein paar interessante und auch spaßige Videos für die Racing- und besonders Forza-affine Zockergemeinschaft bereithält. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.